die wir alle gut zusammenführen. Hast du irgendein Anzeichen dafür, dass ich habe vorhin von Schock gesprochen, kurzzeitig offensichtlich zumindest Ende 2011 nach dem Bekanntwerden des NSU, hat sich daran irgendwas geändert? Was kann überhaupt aus deiner Sicht geändert werden an dieser Haltung? Und welche Ziele kann man sich da eigentlich stellen? Ja, ich würde gern das Zitat von Wolfgang Knossen doch nochmal präzisieren. Er hat gesagt, der Feind steht links und deshalb wird er seit Gründung der Republik bekämpft. Und die buckelige Verwandtschaft kann man sich nicht aussuchen, mit der muss man halt irgendwie umgehen. Und damit hat er eine ganz bittere Erkenntnis aus Thüringer Verhältnissen nochmal beschrieben. Als HBV-Vorsitzender 10 Jahre lang in Thüringen habe ich erleben müssen, dass meinem Stellvertreter Angelo Lucifero die Bremsschläuche durchgeschnitten wurden. Wir haben zusammen in einem Hochhaus gewohnt. Wir haben unangenehmen Besuch von Nazis bekommen. Unsere HBV-Geschäftsstelle, da hat der Keller gebrannt. Die Polizei kam und es wurde festgestellt, das werden wohl Kinder gewesen sein, denen eine Kerze rausgefallen ist. Und dann haben wir einen Einbrecher auf frischer Tat in unserem Büro erwischt. Den haben wir dingfest gemacht, der Polizei übergeben und er hatte ausschließlich meinen Notizkalender gestohlen. Also er hatte nicht die Bürokasse geklaut, nicht die Portokasse, nicht die Wertgegenstände, die dort waren, aber meinen Notizkalender. Es ist ja noch nicht die Zeit von iPhone, sondern da habe ich ja noch akkurat alle Adressen und Telefonnummern eingetragen. Und wir kriegen die Rückmeldung von der Polizei, dass der eine Täter schon als Rechtsextremer in der Partei drin ist. Hinterher passiert gar nichts. Es wird nicht mal eine Verurteilung, es wird nicht mal ein Verfahren eröffnet, weil es sei ein ganz normaler Bürodiebstahl und das müssen wir mal bei jungen Leuten irgendwie so durchgehen lassen. Und die Krönung war nach dem Brandanschlag auf die Erfurter Synagoge, habe ich in den Medien in Thüringen aufgerufen, zur Synagoge zu kommen, damit wir gemeinsam deutlich machen, wir beschützen alle zusammen diese Synagoge. Sie gehört nicht zu irgendeiner ausländischen Institution, sondern sie ist Teil unserer Gesellschaft. Und deshalb erwarten wir, dass alle dorthin kommen, um zusammen deutlich zu machen, diese Synagoge gehört zu uns. 2 Erfahrungen. Die eine Erfahrung war, die CDU kam nicht. Bernhard Vogel war damals der CDU-Vorsitzende. Erst als die Thüringische Landeszeitung das skandalisiert hat, haben sie dann die ortsansässigen, direkt gewählten Abgeordneten hindelegiert, damit es nicht ganz peinlich wird. Und bei der Menschenkette haben sie damit gemacht. Anschließend kam der zweite Teil, gegen mich wurde ein Mordaufruf gestartet, der war auch abgespeichert, es war der gleiche Täter. Für diesen zweiten Teil des Mordaufrufs gegen mich ist der Täter nicht einmal belangt worden. Deswegen diese Einordnung, wenn wir über das reden, sage ich, nein, wir haben uns nie gewundert. Ich wundere mich im Moment über alle, die sich wundern. Weil, und da Arnold Schwarzenegger will ich nicht widersprechen, von dem, was das OLG in München gemacht hat. Gibt es den NSU noch oder gibt es ihn nicht? Vielleicht hat es ihn nie gegeben. Weil der Etappe tiefer, nämlich der Thüringer Heimatschutz, aus dem der NSU entstanden ist, oder das, was man jetzt NSU nennt, dieser Thüringer Heimatschutz ist aufgebaut worden von bezahlten Spitzeln, Nazis, die staatlich gepampert worden sind, also hauptamtliche Nazis, die mit Steuergeldern finanziert worden sind, mit dem Auftrag, so etwas aufzubauen. Und diese Institutionen haben die Inszenierung, von der ihr jetzt alle geredet habt, links gleich rechts, das war die Staatsdoktrin in Thüringen von Bernhard Vogel entwickelt, von Althaus weitergemacht und in Sachsen wird sie heute noch tagtäglich so präsentiert. Oder in Sachsen-Anhalt heute hat man das Gefühl bei der Polizei wieder so gehabt. Links gleich rechts führt doch dazu, links zu delegitimieren und rechts zu verharmlosen. Und in der Mitte steht die gute Mitte, die sich mit dem Landesamt, des Verfassungsschutzes oder den Geheimdiensten Instrumente schaffen, um Gefahrenabwehr zu betreiben. Und dann schauen wir nach, Gefahrenabwehr heißt, dass hier wieder 10 sitzen, die mitschreiben, was wir so alles tun. Wir haben nichts zu verlieren außer unseren Akten, seid also freundlich. Und die zweite Geschichte ist doch, dass bei den Nazis, du sagst, die werden nicht überwacht. Nein,
Sie sind ja gefördert worden. Thomas Dienel ist bezahlter Spitze gewesen. Der hat die Flugblätter redigiert bekommen, die gegen Angelo in Erfurt verteilt worden sind. Die sind vom Landesamt redigiert worden, geschrieben worden, staatlich finanziert worden und als Schmutzkampagne gegen den stellvertretenden Landesvorsitzenden der HBV in jeden Briefkasten gelangt. Damit ist hinterher Angelo im Landesverfassungsschutzbericht erwähnt worden. Mit dieser Erwähnung ist er anschließend nicht in einen Posten der Hessischen Landesbank berufen worden, der uns zugestanden hätte, weil er sei ja ein Verfassungsfeind. Und wenn er noch Illusionen von Innenminister hat, der damalige Innenminister war Richard Debs, SPD. Deswegen habe ich mich da auch immer gewundert, wie man ihn eingeordnet hat. Wir haben die zwei großen Saalfeld-Demonstrationen gehabt. Die zweite, da sind die aus Berlin anreisenden Antifas mit Hubschraubern abgefangen worden. Und Richard Debs war wie der große Feldherr, der dafür gesorgt hat, dass die Nazis einerseits dort aufmarschiert sind und andererseits, dass es keine Solidarität im Widerstand gegen Nazis gab. Das waren die 90er Jahre, in denen sind Mundlos, Cheb und Bönhardt auf den Weg gebracht worden. Und vieles davon ist heute sehr unklar. Wir versuchen in den Untersuchungsausschüssen zumindest die Widersprüche mal auszuarbeiten. Also, da gibt es im Schäferbericht die Stelle, die könnt ihr nachlesen. Da schreibt ein sächsischer Nazi an einen Brandenburger Nazi, wo bleibt der Bums? Meint, wo bleiben die Waffen? Schäfer erwähnt, dass dieses Handy ein Handy des Innenministeriums von Brandenburg ist. Und heute wissen wir aus den Arbeiten in den Untersuchungsausschüssen, der saß zu diesem Zeitpunkt im Knast und zu seinen Naziterminen hat ihn sein Vormannführer rausgeholt und hat ihn zu den Naziterminen zum Kontakt gebracht. Entschuldigung, das sind nur so Beispiele. Tino Brandt erzählt heute völlig ungeschützt, die Störaktionen gegen die PDS wurden mit meinem V-Mann-Führer gesprochen. Also gegen die im Parlament vertretene einzige Opposition. Wir waren ja über lange Jahre im Thüringer Landtag die einzige Opposition. Das wurde mit dem Landesamt abgesprochen. Trinkhaus, den du erwähnt hast, ist jetzt nur die Krönung. Der hat drei Abgeordnete von uns mit strafrechtlich relevanten und persönlich und zivilrechtlich relevanten Tatbeständen überschüttet. Sexuelle Nötigung, Übergriff und andere Sachen hat er einfach den Abgeordneten zugeordnet. In einer Zeit, in der es staatlich bezahlter V-Mann war. Und heute will niemand dafür verantwortlich sein. Die drei Kollegen haben sich mit unserer Solidarität erfolgreich dagegen gewehrt. Aber den Tatbestand, dass man so linke Verfassungsfeinde erzeugt und die Kriminalisierung von links systematisch mit Hilfe von rechts betreibt, das lässt sich zumindest akribisch in Thüringen mittlerweile deutlich dokumentieren. Und ich sage, da lässt es sich nur dokumentieren. Und es gilt für ganz Deutschland. Deswegen kann die einzige Konsequenz nur sein, weiterhin das Geheim in den Geheimdiensten, diese Form von Geheimdiensten zu bekämpfen, also mit solchen Geheimdiensten und mit Geheimdiensten gar keinen Frieden zu machen. Deswegen haben wir auch konsequent im Landtag immer wieder vorgelegt, ein Gesetz zur Auflösung des Landesamtes für Verfassungsschutz. Wieder die Änderungsanträge vorgeschlagen, sämtliches Geld zu entziehen und in ein Dokumentationszentrum gegen Rechts und für Demokratie die Finanzierung deutlich auszuweiten und das Landesprogramm in Thüringen endlich als Landesprogramm gegen Rechts zu bezeichnen und damit Allianzen bis in die Mitte der bürgerlichen Gesellschaft schmieden zu können, um gegen Nazis vorgehen zu können. Weil die entscheidende Frage, was hat sich verändert, seitdem die Lieberknecht Ministerpräsidentin ist? Ich bin ihr politisch fern genug und muss ihr nichts gutreden. Aber bei Anti-Nazi-Kundgebungen ist sie mit dabei gewesen. Und die Polizei hat uns zumindest nach dem auf der Teufelstal-Raststätte der hessische Genosse fast totgeschlagen worden ist. Und der damalige Innenminister der CDU gesagt hat, er könnte ja nicht alle Raststätten bewachen. Danach sind alle Busse, die durch Thüringen gefahren sind und von denen wir wussten und die Hilfe und Unterstützung brauchten, beschützt worden. Also es gibt schon eine gewisse Veränderung und die Peinlichkeit ist Ihnen eben hoch 10, dass Sie mit der Hand in der Kasse erwischt worden sind. Es gibt zwei Wahlkampfbroschüren 1999 im Landtagswahlkampf, wo die Geheimdienstakten von mir direkt für CDU-Wahlkampfmaterial von Patrick Moreau aufbereitet worden sind. Diesem Obergauner, der unter drei Alias-Namen immer wieder für Hans-Seidel-Stiftung und Konrad-Adenauer-Stiftung die Pamphlete gegen PDS und gegen Linke und linke Gewerkschafter geschrieben hat, um immer wieder diese Hasslitanei gegen Links zu machen. Also Jesse und Co. lassen grüßen,
Und damit hängt ja diese Extremismusklausel zusammen. Damit hängt ja diese unsägliche Ausschnüffelung zusammen. Und da ist ja in NRW jetzt gerade passiert, dass man dann einer Antifa-Organisation, einer Frauenorganisation die Gemeinnützigkeit entzieht mit dem Eintrag im Verfassungsschutzbericht. Und das ist ja der entscheidende Punkt, dass man mit dieser Methode, links ist gleich rechts und wir sind die gute Mitte, versucht, den Antifaschismus tatsächlich komplett auch wegzukillen und wegzuknallen. Deswegen glaube ich, müssen wir einerseits in den Untersuchungsausschüssen weiter aufklären, was wir aufklären können. Wir reden aber von Geheimdiensten. Das heißt, wir reden ständig von gefälschten und verfälschten oder verschwunden oder anderen Akten. Trotzdem ist es gelungen, mittlerweile so jemand wie Trinkhaus oder Brandt oder Dienen nach außen öffentlich erkennbar zu machen. Plötzlich ist es gelungen, in Thüringen eine Debatte zumindest im Landtag zu bekommen, wo wir nicht mehr ganz alleine stehen, dieses Landesamt aufzulösen. Das heißt noch lange nicht, dass da ein Durchbruch erfolgt ist und ich glaube auch nicht, dass bei der CDU eine Erkenntnis dabei reifen würde. Aber ich glaube, es wäre es doch aller Ehre wert und aller Mühe wert, dieses Landesamt aufzulösen. Wenigstens das wäre ein wichtiger Schritt. Aber damit ist noch keins der Probleme gelöst. Wir müssen sozusagen das, was heute in Magdeburg war oder was in Dresden war, weiter exemplarisch für uns gemeinsam entwickeln, gemeinsam Widerstand leisten gegen die braune Flut und damit auch deutlich machen, immer dann, wenn die Polizei und Geheimdienste gegen uns eingesetzt werden, müssen wir sagen, sie werden eingesetzt, um Rechte zu schützen. Nicht unsere Rechte, sondern um Nazis zu schützen. Und dieses Teil ist instrumentell und das Instrumentelle muss man weiterhin deutlich öffentlich dokumentieren. Und ich glaube, dass uns das zumindest gelungen ist. An einer Stelle, Gabriele Heinecke hat ja gesagt, sie hofft, dass mit dem Prozess Schäfer vielleicht etwas mehr Licht ins Dunkel kommt. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass der Prozess Schäfer dazu führen soll, die Inszenierung so zu machen, dass sie nur schuldig gesprochen wird wegen der Katze und dem kaputten Haus. Um damit abzulenken, tatsächlich, was ist insgesamt an mörderischer Barbarei hier vollzogen worden? Wo sind die Waffen hergekommen? Wer hat die Waffen geholt? Wer hat sie bezahlt? Wer hat die Leute eingesetzt? Und es gibt viel zu vieles, was ungeklärt ist. Die Hinrichtung der Polizistin Michelle Kiesewetter ist bis heute in keiner Form geklärt. Lässt sich auch mit den drei Buchstaben NSU nicht klären und erkennen. Aber die Frage, dass in ihrem Polizeieinsatz zu zwei Ku Klux Klan-Leute waren, deren Verbindung bis nach Thüringen ging, der KKK-Chef öffentlich sagen darf, sie hatten so viele Polizisten, dass sie überlegt hatten, eine eigene KKK-Gruppierung aufzubauen. Das brennende Kreuz in Kahla in Thüringen, da muss man wissen, in Kahla, das ist der Geburtsort von Karl-Heinz Hoffmann, Wehrsportgruppe Hoffmann, also die Frage NSU und DDR. Da kann ich mal sagen, wir haben alle westdeutschen Nazis in Thüringen abgefasst, die direkt mit Grenzöffnung kamen, und zwar die Hardcore-Abteilung. Kühnen ist in Thüringen am Schluss elendig verreckt. Rechtsanwalt Röder ist der, der mich angegriffen hat, weil er bei dem Überfall auf die Wehrsportgruppe, auf der, das, die Ausstellung der Verbrechen der Wehrmacht. Da hat mich ihn ja gestoppt und bin dann als Zeuge aufgetreten und dabei habe ich dann mundlos von Köhnert erlebt und erdulden müssen. Das heißt, die Nähe war immer sehr dicht und an jeder Stelle stellen wir fest, es war der staatliche Geheimdienst direkt oder indirekt dabei zugegen. Und es ist nicht nur, dass die nichts gewusst haben, sondern ganz im Gegenteil, Tino Brandt, Thomas Dienel und Konsorten sagen immer wieder, alle Aktivitäten waren besprochen. Tino Brandt gibt an, ich bin von Polizei observiert worden, hinter dem Observationsfahrzeug der Polizei fuhr ein Observationsfahrzeug des Verfassungsschutzes, aber nicht um Brandt zu observieren, sondern die Polizei zu observieren. Und bei NSU sagen unsere Zielverhandler des LKA, wir waren immer am richtigen Ort, aber zum falschen Zeitpunkt. Wenn das als Aktennotiz niedergelegt ist, dann gibt das doch einen Hinweis darauf, dass es eben auch Interessenlagen gab. Und das ist der letzte Punkt, den ich erwähnen will. Ich lasse mich nicht abhängen davon, dass es an diesen gesamten Maßnahmen eine ordnende Hand gibt. Und die Frage ist, ob wir mehr erkennen über die ordnende Hand, die diese Dinge auch, das Schreddern, das Nachfragen, das Beschützen, all diese Dinge mit bewusst getan und hinterher bei der Vertuschung mitgetan hat. Darum geht es jedenfalls mir, diesen Teil immer wieder kritisch zu hinterfragen und nicht abzutun von irgendwelchen verwirrten jungen Leuten, die dann zufällig Nazis geworden sind, hinterher hochbewaffnet waren, mit Sprengstoff hantiert haben und in der Bundesrepublik Deutschland und in Europa. Wir reden von einem internationalen Netzwerk, die immer wieder beim Fest der sogenannten Fest der Völker in Thüringen gemeinsam
gekommen sind, also Combat 18, Blood and Honor, alles das, was man auf der internationalen Agenda sieht, hat in Thüringen immer wieder Tür und Tor offen gehabt. Und die amtlichen Stellen haben es gewusst.